Ja, ein recht herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute ein bisschen exotischer. Linus hat mich mehr oder weniger dazu überredet, ich soll mich doch mal an eine Rescue Mission mit einem Hubschrauber ranwagen. Wo ich erstmal zu ihm meinte, es kann ziemlich in die Hose gehen. Ich weiß nicht, ob ich das Ding nicht irgendwie in den Busch reinsetze. Wir schauen uns das jetzt heute mal an. Hubschrauber fliegen, normalerweise geht das mit dem Mod von High Performance oder von der High Performance Group, dem H145, ganz gut. Deswegen testen wir das heute mal zusammen. Wir bewegen uns hier im Hamburger Osten so ein bisschen. Und zwar genauer gesagt am BG Unfallklinikum in Boberg mit dem Christoph Hansa, dem Christoph 50. So sieht das Ganze hier aus. Eigentlich eine ganz nette kleine Szenerie. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Wir springen mal direkt rein ins Cockpit. Vielleicht ein wenig ungewohnt, hubschraubermäßig. Ich fahre die Maschine einmal hoch und dann sehen wir uns gleich zum Start wieder. Ja, ich habe jetzt nochmal den Hubschrauber so ausgestattet, wie er auch in der Realität geflogen wird. Ich habe da gerade nochmal nachgeschaut und zwar wird er in der Realität mit einer Winde tatsächlich geflogen und den Swimming Floats sozusagen für den Fall einer Notwasserung. Und schauen wir uns das mal im Cockpit an. Die Maschine ist soweit eigentlich elektrisch hochgefahren. Und was ganz spannend ist, man hat hier bei wie so ein Mission Editor sozusagen, wo man das relativ realistisch darstellen kann. Bedeutet, ich kann jetzt hier über das sagen, dass ich anfangen möchte, irgendwelche Anrufe zu bekommen sozusagen. So, dann habe ich jetzt hier ein Dispatch, was abgeht, und zwar Train Bus Crash, Schulbus Zug kollidiert. Target Distance 15 Kilometer, also relativ kurz. Sehr gut. Schauen wir uns das an. Bedeutet fliegen. Was so viel heißt, wir machen Anti-Condition Lights, die Prime Pump sind jetzt oder so schon an. Dann starten. Triebwerk sieht ganz gut aus. Der zweite Typ wurde besser gesagt. Auch er sah eigentlich ganz gleich auf. Avionics Master ist an. Damit ist genau das zweite Gamma. Schauen wir uns das mal an.
werden wir brauchen. Ist doch ganz okay. Also, man muss sagen, er fliegt sich wirklich erstaunlich gut, fairerweise. Gar nicht so dramatisch. Ich hab Schlimmeres erwartet. Das ist alles okay. Was man halt spürt, ist, dass es ein Airbus ist. Also dieses ganze Trim-Konzept ist natürlich schon sehr nutzerfreundlich gestaltet letztendlich. Also ich habe jetzt gerade den Stick losgelassen. Der trimmt sich halt so, wie man es von einem Airbus kennt. Relativ gut auf der Höhe ein. Bin jetzt bei knapp 1000 Fuß über Grund. War es schon ganz angenehm tatsächlich. Ja, also das ist tatsächlich ganz realistisch auch gestaltet. Wir haben jetzt gleich dann auch die Möglichkeit, den Patienten Richtung Krankenhaus zu fliegen danach. Das Krankenhaus sollen wir auch selber auswählen. Und es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn man das Krankenhaus zu weit entfernt auswählt, dass der Patient während des Flugs verstirbt. Also ist alles möglich. So, wir konzentrieren uns jetzt mal eben hier drauf. Mal eben kurz gucken, wenn überhaupt der Accident ist. Ich gerade gar nichts erkennen. Sollte direkt unter uns sein, da unten vielleicht. Ne? Ich glaube, da ganz direkt unter uns was aus. Schauen wir, dass wir hier ein bisschen kreisen. Ich sag euch, das ist ja nicht Helikopter. Ja, das ist vielleicht was. Was jetzt geht, weiß auch keiner so genau. Jetzt die Engines alle zu idle placen, sollte hier die Action weitergehen. Okay, Crew Operation Progress. Bedeutet, Crew geht jetzt raus. Kurz sich die Trage. Kann gar nichts gut verstehen. Ja, jetzt warten wir sozusagen, bis die Crew Operation completed ist. Dann wird uns das Krankenhaus jeweils vorgeschlagen. Und dann kann es weitergehen Richtung Krankenhaus mit dem Patienten an Bord. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, da hinten sieht man jetzt gerade, die Crew kommt mit einem anscheinenden Patienten zurück. Wir können jetzt schon mal die Maschine so weit hochfahren. Dass wir den Mist starten können.
schon eben ein Passagier mit dabei. Zack. The cabin is secure. Okay, select the nearby hospital on app. Schauen wir eben, was hat denn der Patient überhaupt? Okay, also Kind ist es. Oder war vorschlagen. Zu nach Berg. Die Engines. Mal ein paar Lichter, der nimmt noch nichts an. Eigentlich auch schon starten. Okay. Door open, sagt er noch. Master des Englischen. Ab geht's. Ja, also ist spannend nach wie vor schon, was sind die zum echt mal sagen. So, einmal über die Elbe rüber. Läuft nichts. Ankunft voraussichtlich 4 Minuten, ist eigentlich ganz okay. Hintergrund sieht man Hamburg. Hier. Eigentlich alles ganz schick. Ich bin auch von der Grafik ganz gut angetan. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. So, ich schon ein bisschen mehr runtergehen. Das Krankenhaus.
Ja, wir probieren mal unser Glück hier reinzuschweben. Mal gucken. Hier einmal knapp über die Bäume, oder? Okay, und am Boden. So genau, und sobald wir jetzt die Ente wieder auf Idle gestellt haben, sollte jetzt gleich wieder die Action losgehen. Ja, wie man es im Hintergrund schon hört. Traffic, Traffic. Ist auch schön, jetzt kein Verkehr, jetzt kein. So. Sehr spannend, die Treibe wird wieder reingeschoben. Dann ist jetzt gleich wieder in. Ja, das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Video. Kleiner Einblick vielleicht darin, was die Rettungsfliegerei so ein bisschen angeht, beziehungsweise vielleicht eher so ein bisschen, was das Add-on eigentlich alles kann. Ich weiß, ich bin da auf jeden Fall weit entfernt vom Profi, besonders was das Hubschrauberfliegen angeht. Eventuell auch, was die Abläufe angeht, seid mir da bitte nicht böse. Es sollte, wie gesagt, ein ganz kurzer kleiner Einblick einmal darin werden, um mal was anderes gezeigt zu haben auf dem Kanal. Hier geht es sonst in den nächsten Tagen auch unter anderem weiter mit Livestreams vom Lotsen. Inos will sich auf dem Hamburg Coach unter Beweis stellen und macht da noch ein paar Trainings, wo ich ihn auf dem Center unterstützen werde und dann geht es natürlich nach wie vor mit unseren Standardtouren, der Business-Chat-Tour etc. pp. Bleibt da also gespannt und ja, schaltet gerne immer wieder ein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.